Leute, willkommen zurück zu Sons of the Forest und ich habe eure Kommentare gelesen. Dieses Video nehme ich auf, bevor ich die dritte Folge rausgebracht habe. Das heißt, mich haben schon ein paar Nachrichten erreicht. Ach nee, das ist eine Schildkröte. Ich wollte gerade sagen, ich denke immer, da ist eine Schildkröte, aber da ist tatsächlich eine. Ja, viele Hinweise, die ich inzwischen auch schon entdeckt habe, dass man mit G Sachen wegsteckt und so weiter, dass hier der Rucksack zu öffnen ist. Und ich habe Calvin gesagt, er soll gefälligst Fische holen. Ich weiß nicht, ob er es checkt. Doch. Könnte man doch im Grunde auch roh essen, oder? Aber dass die beste Idee ist, weiß ich nicht. Sehr schön. Was ist das denn hier eigentlich? Guckt Fleisch. Genau, und dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir entweder eine Höhle machen. Denn so langsam müsste ich eigentlich bereit sein, mich da reinzuwagen. Ich habe die Pistole gefunden. Sollte eigentlich medizinmäßig genügend haben und auch essensmäßig. Ich habe die Taschenlampe, die bessere Axt. Und denke eigentlich, dass ich das wagen kann. Welche Höhle ich da nehme. Ja, ich lasse ihn jetzt aber mal, weil das Quatsch ist, wenn ich weggehe, dass der hier die ganzen Fische rauflegt. Hallo, Calvin. Calvin Maus. Hör mal zu, du holst jetzt mal Stämme und lässt die hier fallen. Hast du ein bisschen was zu tun? Der Typ, ey. Und dann haben wir hier auch noch was. Ist da kein Tier drin? Ach, da bin ich gerade gegengelaufen, kann das sein? Ach nee, da. Okay. Ist das nur ein Tier? Ja. Raw Fleisch. Genau, G gilt für Waffen, Sachen wegstecken oder Sachen wegwerfen. Also auf den Boden fallen lassen, die man selbst nicht tragen kann. Also in den Rucksack. So, einmal Medizin, das sollte ich vielleicht noch überdenken. Ansonsten könnte ich eigentlich... Zwei davon, zwei... Hier. Machen wir wenigstens noch ein paar Pfeile. Saubere Arbeit, mein Freund. Zack, leider ein bisschen verbrannt, aber das macht nichts. Das können wir so lassen. So, dann würde ich fast sagen, es wäre klüger, wenn ich nochmal auf die Suche nach ein bisschen Aloe Vera gehe. Um dann wenigstens so einen Energieboost zu haben. Aber ja, also auch von euren Kommentaren her kann ich sehen, ihr seid alle hellauf begeistert von diesem Spiel, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Negative Sachen habe ich jetzt nicht wirklich gehört. Es gab eine Person, die geschrieben hat, das ist nicht so, nicht meins, was ich auch voll nachvollziehen kann, weil das ist im Grunde auch immer das Gleiche. Und ich finde aber halt, dass The Forest und auch Sons of the Forest hier viele, viele Dinge so unfassbar richtig machen und das Beste aus all diesen Survival-Spielen eben kombiniert, dass ich da das hier nochmal auf einer anderen Liga sehe, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich kann auch jeden verstehen, der sagt irgendwie, ja, ich habe genug Survival gespielt oder das ist nicht meins oder so. Völlig nachvollziehbar. Aber mich allein erfreut schon die Tatsache, dass es einfach mal das abliefert, was es einem gezeigt hat. Und hier keine Mogelpackung vorliegt scheinbar, sondern da wirklich Entwickler hinter sind, die da Leidenschaft reingesteckt haben.
reingesteckt haben und gesagt haben, wir wollen das machen. Hier im Trailer seht ihr, was, wie das Spiel aktuell aussieht, und so sieht es aus. Und es ist wirklich in jeglicher Hinsicht bisher fantastisch. So, was wollen wir denn? Da hatten wir den Punkt. Warte mal, welcher Punkt ist denn hier? Wieso ist denn da noch ein Pfeil? Also so ein Ausrufezeichen. War das nicht die Leiche, Leute? Schon nicht, dass das hier jetzt so ein Speicherbug ist und der nicht alles gespeichert hat, denn das war der letzte Speicherpunkt. Die Leiche hängt nicht mehr. Ah, das ist es. Der Peilsender. Okay, dann würde ich sagen, wagen wir uns in diese Höhle hier. Oder was haben wir denn sonst noch da? Genau, wir haben noch so ein paar grüne Punkte, wofür ich die Schaufel brauche. Oder wo ich nichts weiter gefunden habe. Ein Punkt war diese unterirdische Küche. Kitchen. Dann würde ich sagen, gucken wir hier auf dem Weg nochmal nach ein bisschen Aloe. Bin gar nicht sicher, das wächst doch eigentlich eher so in Wassergebieten. Da drüben haben wir die nächste Höhle. Und auch der Hinweis, dass dieser Elektroschlagstock erst angeschaltet werden muss. Ich ging davon aus, dass der schon an war, aber möglicherweise spielt da die dritte Aktionstaste eine Rolle, nämlich die mittlere Maustaste, die hier in dem Fall die Karte rein und raus zoomt. Müssen wir gleich mal schauen. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich da so ein bisschen, gerade gegen viele Feinde, so einen kleinen Vorteil habe. Aloe ist hier nicht zu sehen. Möglicherweise ist es hier auch ein bisschen zu kalt, denn wir nähern uns dem Schneegebiet, so wie es aussieht. Ich glaube, da oben. Was haben wir hier? Heckenkirsche. Ich werde mal so rumgehen. Bisher keine Kannibalen zu sehen. Und es gab ja wohl auch Probleme mit Steam, als The Sons of the Forest rausgekommen ist. Das habe ich dann auch nur gelesen. Und bin dann eigentlich ganz froh, dass ich es erst 2 Tage später spielen konnte, denn das war doch bei irgendeinem anderen Spiel letztens genauso. Hogwarts Legacy war das. Wo es dann hieß, um 18, 19 Uhr beginnt es und dann, oh Gott, dann hat da gar nichts funktioniert. Ist das eine Zwille? Ah, man nennt es Schleuder. Hier haben wir auch noch was. Money. So, ich habe 2x Medizin. Okay. Wir könnten ein bisschen was basteln. Ich schau mal eben. Molotow, eine Fackel brauche ich nicht. Habe ich denn hier noch? Nee.
ja, auch angemerkt worden von euch ist, dass es cool ist, dass man jetzt sieht, wie er Sachen baut und so. Das finde ich genauso. Also super. Absolut fantastisch. Bleiben ruhig. So, eins nach dem anderen. Gegenstände hinzufügen, hinzufügen. Dann nicht die taktische Axt, sondern die moderne Axt. Das Handbuch brauche ich da nicht dran. Das ist nicht verkehrt, der Schädel kann weg. Und dann würde ich sagen, ah, Molotows kann ich da nicht. Ah, doch. Oder? Ich würde sagen, damit kann ich leben. Schauen wir noch mal kurz. Das. Tape. Dings. Münzen haben wir dort. Ja, so macht man das. Okay, ich weiß nicht, wie lang die Zeit hier ist tatsächlich, aber ich würde sagen, wir finden das einfach mal selbst heraus. Hier drin. Okay. Die nehmen wir mal. Kann ich auch nicht ein- und ausschalten. Oder ich drücke die falschen Tasten. Nee, ich kann noch mal kurz schauen. Inventar, Feuerzeug, nachladen, rennen, nehmen, zerlegen. Hier alternatives Interagieren. Hier Tertiäraktion. Ist aber fies dunkel drin. Habe ich den Elektrostab gar nicht mehr? Kann das sein? Sehr gut. Haben wir noch Platz für eine Granate? Ja, geht der Energieriegel weg? Das ist okay, glaube ich. Seid ihr bereit? Gut, ich auch nicht. Ja, das Plätschern kann jetzt auch langsam aufhören. Oh, Leute. Könnte eine Zipline sein. Lufttank collected. Wie, das war schon alles hier? Scheinbar. Ich schau noch mal eben. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht rüber. Okay, das scheint dann doch eher ein Ausgang zu sein, aber der Lufttank verrät mir natürlich, könnte durchaus sein, dass ich hier irgendwie hinein schwimmen muss. Ja, aber doch einfach die Höhle. Ich weiß gar nicht, was hier das Problem ist. Würde ich sagen. Oh, Junge.
Wenn hier unten der Eingang ist, dann folge ich einfach mal dem Weg so. Nächste größere Tauchgelegenheit wäre tatsächlich oben bei Kelvin. Das ist bei uns. Vielleicht hängt das auch nicht miteinander zusammen, aber die Höhle ging da auf jeden Fall noch weiter. Und die Zipline war da ja auch. Aber ich würde sagen, ich halte mich aus dem Schneegebiet erstmal fern. So, das ist da hinten noch. Das ist die, in der ich bereits war. Dann würde ich sagen, gehen wir an der Küste. Wie spät haben wir es? 11:45? Das sollte durchaus machbar sein. Und auch angemerkt worden ist, dass es nicht verkehrt wäre, dem Kelvin eine Waffe zu geben. Das war eher darauf bezogen, dass ich gesagt habe, danke für deine Hilfe, Kelvin. Aber ich weiß gar nicht, kann man dem eine Waffe geben? Das wäre natürlich gar nicht so verkehrt. Oh, Junge. Da ist sie wieder. Da haben wir so einen kleinen Unterstand oder sowas. Warte mal, ist das das Camp? Ah ja, genau, das ist deren Camp. Oh. Da geht's an Kelvin vorbei. Und in der... Und in der ersten Höhle war ja auch dieser 3D-Drucker. Und da gab es ja noch ein paar andere Sachen. Eine Maske gab es da, glaube ich, noch. Und einen Schlitten. Muss ich dann bei Gelegenheit auch mal vorbeischauen. Genau, hier war die Stelle. Doch, da ist die Kiste. Ich habe mich beim letzten Mal nicht getäuscht. Da steht doch eine Kiste, oder nicht? Was ist das denn hier? Ja, die habe ich gesehen. So. Genau, hier war die Schaufel nötig. Da haben wir möglicherweise einen Höhleneingang oder sowas. Ich weiß nicht genau, was darunter vergraben ist, aber das soll uns gerade nicht interessieren. Wir gehen mal auf die Suche. Vielleicht finde ich die Schaufel ja. Aber es ist wirklich, wirklich schwer, sich nicht spoilern zu lassen. Weil ich meine, das Spiel, jeder spielt dieses Spiel. Ich habe noch nie, oh ein Elch, noch nie ein Spiel gehabt, welches auf Steam so viele Freunde gleichzeitig gespielt haben. Und was mich natürlich sehr fürs Spiel freut, aber auch schon nur Thumbnails irgendwo oder ein Bild irgendwie und dann All Endings steht da und dann hast du irgendwelche Bilder, wo du denkst, ich will das gar nicht sehen. Das kann einem das schon alles ein bisschen versauen.
hier links und rechts ein bisschen schauen. Es gab, glaube ich, also mindestens einen Höhleneingang in The Forest, der unter Wasser war. Oder zumindest Ausgang. Was haben wir? Brombeeren? Das hatte ich gerade eben. Oh, sehr gut. Hier ist ein Camp. Ja, wo, wo, wo? Zeig mal her. Auch super, dass das mit Musik so einem angekündigt wird quasi. Aber... Oh. Hallo Jungs. Oh, ist das abgefahren. Na, dann bleib auch weg. Oder komm her. Ich würde sagen, ich speichere hier einmal. Würde ich sagen, folge ich mal so ein bisschen hier entlang des Weges und dann kann ich mich hier unten am Strand in Richtung Höhle begeben. Wo ist der Weg? Hier, nee. Noch eine Schildkröte. Ich befürchte ja, dass ich mit deren Panzern ein bisschen was machen kann, ne? Tut mir echt leid. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es nur das Fleisch, was jetzt ein bisschen Quatsch gewesen wäre, aber ja. Na gut. Aber wäre auch ein bisschen scheinheilig von mir, hier Rehe und Vögel zu töten und dann bei Schildkröten eine Ausnahme zu machen. Nur weil die Turtles cool sind. Das können wir nicht machen, Leute. Fairness muss sein. Ja, da wohnen die Herrschaften. So richtig riesige Mutanten, also Mutanten tatsächlich von denen, habe ich bisher nicht gesehen. Sag mal, ist das Kelvin, der da läuft? Nee, aber sieht fast wie ein Mensch aus. Also das sind ja wahrscheinlich auch Menschen, aber ich meine... So gekleidet. Wage ich mich an den ran? Habe ich was davon? Ich glaube fast nicht. Das ist ja durchaus auch ein Spiel, wo... Verstecken und Wegrennen eine Option ist, die man manchmal wählen muss, wenn man gut einschätzen kann, ob man eine Chance hat oder nicht, oder ob man verletzt werden möchte oder nicht. Natürlich dient das dann auch immer so ein bisschen dazu, um hier Kampferfahrung zu sammeln, aber ich habe halt lieber sicheren Fortschritt, als mich da in irgendwas reinzubegeben. Und die erste Höhle hat es mir ganz klar gemacht, das ist hier keine Spaßveranstaltung. Aber also auch wie gut das performancemäßig läuft, ne? Das ist wirklich, also wenn man bedenkt, wie viel hier passiert, schattenmäßig, bewegungsmäßig und so, alles ist irgendwie, und ich könnte jeden Baum hier umhauen. Icarus, hm? Wie wär's? Das sollte doch im... Was war das denn? Ah, nur ein Elch im Berg, alles klar. So. Oh, wir haben ein Zelt tatsächlich. Ich dachte eben, das wäre ein Stein. Vielleicht haben wir da ein bisschen was für mich. Ja, ein Speicherpunkt. Finde ich auch sehr cool, die Möglichkeit, wie man hier speichern kann.
dass es nicht die ganze Zeit quasi möglich ist, sondern nur unter bestimmten Bedingungen, die aber nicht komplett unrealistisch sind oder wo man dann halt mal verzweifelt oder so. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas Gutes für mich? Verdächtig ist für mich immer, wenn so ein Weg zu so einem See führt, dann denke ich mir immer, ja, da könnte doch durchaus was sein. Je nachdem, wie tief das hier ist. Den Strand. Und jetzt stürmt es so leicht, aber die Soundkulisse ist genau richtig. Also das überträgt sich ganz genau, auch ohne, dass ich hier jetzt die Bäume sehen würde. Das ist doch der, der so normal gekleidet ist. Bist du friedlich? Surprise, sie war nicht friedlich. Oh Gott. Ich habe gerade gespeichert, das heißt, ich kann mich durchaus ein bisschen was trauen hier. Aber das ist doch ein ganz normaler Typ in einem Hemd, oder nicht? Irgendwo eine Stelle finden, wo ich sicher runtergehen kann. Das sieht ganz gut aus hier. Uiuiui. Leider nicht mit allen aufnehmen können.
dem vorbeischleichen. Das hat gar nichts gebracht. Mann! Oh, wie schön. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Oh, oh, er ist wütend. Komm her. Ciao. Schnell ins Wasser. Nein, da ist ein Hai. Vielleicht das erste Mal die Pistole nutzen, denn aus der Ferne habe ich vielleicht eine Chance. Sehr schön. Sehen wir den Hai irgendwo? Nee. Sehr gut. Eins, zwei, drei von denen. Was ist denn? Er blockt überhaupt nicht. Oh Mann, ey. Er blockt nicht. Er hat nicht geblockt. Was für mich? Ist hier was Gutes? Das ist ekelhaft. Stoff collected. Vorne sind noch zwei Kisten, aber da kommt der Hansel und der kommt auch wieder. Lauf mal lieber. Da kommt noch einer. Oh, das ist schon... Das wird schnell dunkel. War es nicht eben noch 12? Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, zur Höhle zu gehen. Denn in der Höhle ist es egal, ob es hell oder dunkel ist. Allerdings könnte das sehr schwierig werden mit dem Gesundheitsbalken. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich einmal, ja gut, wie viel Zeug ich auch einfach umschleppe. Ja, sehr gut. Ja, es wird sehr schnell. Also eine Minute dauert hier 5 Sekunden, so wie es aussieht. Quatsch. Steht ein Zelt, sehr schön.
Hast du was für mich? Schrotflintenaufsatz collected. Wie wär's mit einer Schrotflinte? Nein. Oh, ist das finster, ey. Du bist durstig, du hast Hunger. Na, dann isst mal was. Hier haben wir nochmal Guckfleisch, Rottenfleisch fallen lassen. Das können wir essen. Und dann, was haben wir hier? Konserven. Katzenfutter. Ah, einen Dosenöffner brauche ich, okay. Sehr schön. Granate und C4-Ladung. Machete. Wo bist du? Ach, die ist leider nur so winzig. Recht schnell. Leider ein bisschen schwächer. Was? Ja, so einen Motor kannst du einfach vor dir rumschieben. Cool. Ja, ich habe es auch schon mal gesagt, aber diese Welt zu erkunden macht so viel Spaß, weil hier tatsächlich dann einfach mal irgendwo was rumliegt. Also es ist dann wirklich einfach hier so ein paar Zelte und so, oder dann findest du da nochmal einen Höhleneingang. Also ich weiß tatsächlich nicht, was mich hier erwartet, und das macht es so spannend für mich. Es ist einfach nicht so erwartbar wie in anderen Spielen, wo du dann weißt, ah ja, da vorne ist eine Festung und die muss ich befreien, und dann hier weiß man nicht so richtig, was kommt. Wo Feinde sind, wo man einen Zeltplatz findet. Oder. Ist das da? Ist das ein Hai? Kann das sein? Kleiner Wal. Muss halt auch schon ein bisschen schauen. Ein Schuh. Okay. Ja, bei der Mapgröße und der Großflächigkeit mancher Gebiete wäre so ein Fernglas gar nicht verkehrt. Gar nicht fernkehrt. Kinderweste. Würde ich sagen, schauen wir noch mal kurz da vorne. Das sieht sehr, sehr hingelegt aus, was auch immer da liegt. Da vorne, das sieht aus wie so ein Bodenmuster oder so. Aber nee, das ist einfach nur so ein Felsstreifen. Ja, super. Super, super, Leute. So, die Höhle ist gleich hier vorne. Ob das jetzt so clever ist, weiß ich nicht. Was, ich schaue mich erstmal noch in dem Gebiet hier um. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo ein Zelt. Den gerade eben habe ich leider verpasst zu speichern, aber da haben wir was. Ist hier irgendwas angespült worden? Hier haben wir was.
die halt nichts übersehen. Ne? Hier leuchtet halt nicht irgendwas dann komplett rot auf, wenn da irgendwas zum Einsammeln ist. Da muss man dann schon recht nah dran sein und man kann recht schnell Sachen übersehen. Und ich weiß halt nicht, ob die wichtigen Dinge dann doch eher in Höhlen zu finden sind. Oder auch einfach mal hier so rumliegen. Denn genügend Zeltlager gibt es ja, dass man sagen könnte, ja gut, hier könnte auch irgendwo was liegen. Eine Schaufel oder... Vorne steht einer oder hängt. Deshalb nehme ich mir hier dann doch lieber ein bisschen mehr Zeit. So, da ist der Höhleneingang. Nochmal kurz, was die Leute hier drüben machen. Ob die sich auch an die Strandregeln halten. Da drüben haben wir... Nee, das ist ein Felsen. Hallo, Abend. Ich wollte nicht lang stören. Ja, schade, einen Helm könnte ich eigentlich auch gebrauchen. Ah, schönes Bild. Also, furchtbares Bild, aber schönes Bild. Die haben leider nichts Nützliches dabei gehabt. Der Helm, den kann ich wirklich nicht nehmen. Das wäre super. Und... Jeder, der in so einer Situation wäre, würde sich den Helm anziehen. Also, ich glaube, wenn man auf die Idee kommt, sich Mutantenrüstung, was auch immer das ist, anzuziehen, dann würde man auch diesen Helm nehmen, aber gut. So Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ich schaue vorher noch mal kurz, was ich habe. Einmal Medizin nur. Aloe habe ich jetzt leider nicht weiter gefunden. Das ist zum Ausrüsten. Das haut wesentlich mehr rein. Ich kann jederzeit umkehren. Nur sterben wäre jetzt nicht so super. Ich meine, ich habe vor nicht so langer Zeit gespeichert, ist also nicht so dramatisch. Stört mich im Allgemeinen nicht so. In The Forest hat es mich auch nicht so sehr gestört. Muss ja nicht sein.
Ja, ich glaube, das war's. Obwohl, ich höre da noch irgendwas. Ja, die Granaten wirft er leider nicht so super weit. Ich weiß nicht, ob ich da irgendein Steuerelement übersehe. Batterie. Dass ich hier fündig werde und wieder rausfinde, das Ganze überlebe. Das wäre natürlich nicht schlecht. Und ein bisschen Medizin finden wäre auch nicht so ganz verkehrt. Denn ich glaube, es wird nicht leichter. Komm her, du Pappenheimer. Hohoho. Dringend was essen, denn ich glaube, dann habe ich auch ein bisschen mehr Kraft. Und da kriecht noch irgendwas rum. Tragen. Zieh dir mal. Da ist das cooked. Ne, das ist raw. Rotten Fish können wir abwerfen. Nimm mal so einen Energy-Riegel. Eine Atmosphäre, das ist so unfassbar. Sie wieder. Ich probiere es jetzt nochmal damit. Goodbye, my love. Oh Gott. Hat das was gebracht? Das scheinbar.
muss ich jetzt leider mal kurz so nutzen. Mach, mach, mach. Let's go. Sehr gut. Muss ein bisschen sparsamer mit den Granaten umgehen. Was höre ich hier? Ich höre hier was. Mann, hau doch! Er schlägt nicht. Es dringt die Rüstung. Aber die Rüstung hilft. Das heißt, wenn man angegriffen wird, geht erst die Rüstung zurück und dann tatsächlich Lebensenergie. Das wusste ich nicht. Das ist gut. Ein bisschen entspannte Klänge zum Feierabend. Hallo? Is here anybody? We are looking for the player. Hier sind noch Schuhe. Ja, natürlich. Warte mal, das kommt aber von hier. Ach, hier oben. Hängt hier auch irgendwas Praktisches? Ja, gut. Das dachte ich mir schon. Davon habe ich wirklich viel aufgesammelt. Okay. 4 oder 5? 5? Auch schön, dass einem angezeigt wird, was man bereits drin hat. Und was noch fehlt. Denn ich will diese Sachen jetzt allmählich mal verwenden, damit der Rucksack nicht komplett voll ist die ganze Zeit. Schauen wir mal, was da noch kommt. Ich vermute aber, dass die Feinde hier um einiges schwerer werden. Oder die größeren Feinde zumindest, weil so früh im Spiel schon... Oh nein. Schon Granaten und so. Warte mal, haben wir nicht ein bisschen was Nettes? Wieso... Ach, ich muss die Taschenlampe nehmen. Warte mal. Kein Stress, wir haben alles da. Ich glaube allerdings. Dass die ganz gut brennen. Und vielleicht ist. Okay. Habe ich ein paar bekommen? Ich habe niemanden schreien gehört. Und vorne in der Höhle gab es auch noch eine Abzweigung. Allerdings kenne ich die Höhlen ja noch nicht und weiß nicht, wo es tatsächlich lang geht, wo es sinnvoll ist, lang zu gehen. Entweder gehe ich dann alles nochmal zurück. Oder aber das ist hier ein Kreislauf und ich komme da automatisch hin. Was bewegt sich da? Habt ihr das gesehen? Lederjacke collected. Endlich kann ich meinem Style nachkommen. Und Betäubungsgewehr. Ja, dahinter war irgendwas Großes.
aber so aus, als würde es schwimmen, ehrlich gesagt. So, Lederjacke. Kann ich anziehen. Was haben wir hier? Betäubungsgewehr. Einfach die Pistole ausgetauscht. Er hält sie wie ein Gangster oder was? Yo, yo. Ja, ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ach, Gott sei Dank. Aber hier hinter, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da schwamm irgendwas lang, oder? Aber der ist eingesperrt oder in der Umkleide oder sowas. So, ich vertraue darauf, dass die jetzt alle nicht mehr da sind, die ich gerade vernichtet habe. Denn hier vorne ging es nochmal in eine andere Richtung weiter. Aber bisher läuft es ganz gut. Du hast Hunger. Sollte ich nicht unterschätzen. Dadurch habe ich Durst bekommen. Ach super, wie das alles animiert ist, ne? Das ist auch wirklich schön animiert und... Ach toll. Ich glaube, hier ging es weiter, oder? War das nicht so? Okay, das sind nur ein paar Kleinigkeiten. Dann war die Abbiegung ein Stückchen weiter unten. Ja, genau, hier war das. Da lang geht's noch weiter. So weit, so friedlich. Gerät. Armbanduhr.
könnte sein, dass ich davon... Nee, okay. So, das Tauchgerät habe ich jetzt automatisch angezogen, so wie es aussieht. Was ist das denn hier? Papierzielscheibe. Okay, Tauchgerät. Das heißt ja dann wohl im Umkehrschluss, dass ich hier ein bisschen tauchen soll. Da scheint es weiterzugehen. Gefangen. Komm nochmal. Gibt es hier noch was Sinnvolles? Nee. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Bis aufs Tauchgerät jetzt war nichts wirklich dabei. Dieses Betäubungsgewehr, was auch nur eine Pistole ist. Weiß ich nicht, wie nützlich das ist, aber das muss ich mal austesten. Ansonsten... Was war das denn? Ich bin draußen. Leute, wie gut ist das bitte? Wie gut ist das bitte gemacht? Okay, ich hoffe, ich habe da drin jetzt nichts vergessen. Eigentlich war es immer so, man findet so ein, zwei relativ wichtige Sachen in so einer Höhle. Ich kann natürlich jederzeit wieder zurückkehren. Aber das ist schon sehr gut gemacht. Leg das mal ab, genau. So, das hätten wir geschafft. Also da kommt man dann raus. Ich glaube, ich muss mir irgendwie... Ach, wisst ihr was? Wo hatten wir denn den Quatsch hier? Hier. Nehmen wir das X für schon da gewesen. Warte mal, ich muss es so machen, dass man das auch auf der Karte erkennen kann. Also so. Nee, wie droppt er das denn? Wofür habe ich das denn? Kann ich das hier nicht droppen? Okay, wenn ihr da mehr wisst, dann haut gern raus. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte das einfach fallen lassen quasi oder irgendwo hinlegen, damit ich dann später weiß, dass ich da schon gewesen bin. Die Höhle am Strand ist jetzt nicht so schwer, sich zu merken. Allerdings wird das Spiel auch noch ein paar Dutzend Stunden gehen. Weshalb ich durchaus davon ausgehe, dass ich das mal vergessen kann. Und dann kommt vielleicht sofort die Erkenntnis, ah, hier war ich schon, wenn dann da keine Feinde sind oder so. Allerdings weiß ich nicht, ob die Feinde in den Höhlen wiederkommen. Aber das war doch schon mal was. Sehr schön. Tauchgerät, Betäubungspistole... Und den Strand ein bisschen erkundet. Wie spät haben wir es denn? Es
16:35. Ich würde fast sagen, bei nächster Gelegenheit gehe ich hier mal hoch und wieder zurück zu Kelvin. Nicht, dass der weint. Oh, eine Riesenschildkröte. Ich tue dir nichts, keine Sorge. Und vielleicht finden wir ja auf dem Rückweg noch irgendwas, was uns hilft. Und ansonsten würde ich sagen, baue ich ein bisschen weiter zusammen mit Kelvin, der baut ja so gern. So ein paar Dinge, die vielleicht nützlich sind, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob irgendwann meine Base so richtig angegriffen wird, so mit mehreren Feinden und nicht nur den beiden so, die beim letzten Mal dabei waren, sondern so richtig vielen. Aha. Komm mal her. Oh, schicker Thron. Kann ich mich raufsetzen? Na, was sagt ihr jetzt? Ich bin euer König. Aber vorher töte ich euch. Du bleib mal weg, ich weiß noch nicht so genau, was du kannst. Hier. Ach, ein Motor. Sehr gut. Hallo. Ach, wie gut die Animationen noch sind. Und man richtig daraus ablesen kann aus der Körpersprache und so, dass die ängstlich sind oder zögerlich oder neugierig und so. Das ist so schön umgesetzt. Ich muss mal aufpassen, dass die mir jetzt nicht folgen. Doch, da rechts war einer. Ich schnellstmöglich in die Base zurückkehre. Ich werde mal dem Weg hier weitestgehend folgen. Vielleicht finde ich ja was. Doch was. Was werden die Punkte da sein? Ja, es wird wirklich schnell dunkel. Die Zeit geht schnell voran und es wird schnell dunkel. Ich bin ja froh, dass dieses GPS-Gerät hier keine Batterie braucht. Wo bist du? Da bist du? Okay. Links ist auch was.
spare mir die Taschenlampe jetzt mal so lang, wie ich kann. Ich glaube, lang nicht mehr, aber... Ah ja, gut, kurzes Stück noch. Eieiei, es ist aber auch fies dunkel. Super, ey, super. So schnell zurück dem Weg weitestgehend folgen und dann irgendwie da vorne wird es ein bisschen... Kommt so ein kleines Durcheinander aus Wegen. Aber vielleicht sehe ich das ja dann schon an der Minimap. Ich habe den da gesehen. Soweit ist es nicht mehr. Aber ich höre hier aus allen Ecken irgendwas. Ja, ja, komm, komm, komm. Ich muss leider kurz die Lampe weglegen. Da. Kleine Nachtwanderung hier. Nicht der schönste Ort dafür. Also der Ort ist schön, aber die Bewohner sind schwierig. Die haben gar kein deutsches Brot gehabt im Hotel. Mm. Da sind wir schon. Calvinator, wo bist du? Okay, das erschließt sich mir noch nicht so ganz, denn hier ist kein Tier. Calvin? Ah, er ist immer noch mit den Bäumen beschäftigt. Ja, Chef, du hast nicht gesagt, dass ich aufhören soll. Aber gute Arbeit. Ich muss mich jetzt kurz hinlegen, ja, Calvin? Wir sehen uns dann morgen. Warte mal, ich schlafe erstmal und dann speichere ich. Da ist er. Komm, jetzt lass mal ein paar Bäume liegen hier. Calvin, stopp jetzt. Machst jetzt mal kurz Pause. Wie er grinst. Er freut sich. Ah, Muskelkater. Okay, sehr schön. Ui, Leute, das ist wirklich, also... Jedes Mal so eine Reise in so eine Höhle und dann nicht zu wissen, ob man da rauskommt, ist wirklich grandios gemacht. Ich find's super. Ich fand's auch in The Forest schon super. In The Forest hatte ich so ein bisschen meine Findungsschwierigkeiten, was so die Höhlen anging, weil da ging's eher so nach Geräuschen. So, wenn man so einen Windzug gehört hat, dann war eine Höhle in der Nähe und so. Da war ich nicht so der größte Fan von, aber es ging dann tatsächlich, weil die Map nicht so gigantisch war.
Aber hier halt die Ergänzung mit dem GPS-Gerät ist genau richtig und genau das, was hier auch einfach Sinn macht. Und das ist genau richtig gemacht. Punkt. Ja, ein Pflanzgefäß. Jagdunterstand, kleine Blockhütte. Beobachtungsturm. Bringt hier, glaube ich, nichts in diesem Tal. Baumplattform. So ein Baumunterschlupf schon eher, würde ich fast sagen. Jetzt haben wir hier noch immer das freie Bauen. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Oder? Sollen wir die Sachen nicht mal so ein bisschen verwenden, die wir da haben? Hier? Nee. Zack. Dann so einen schönen Kopf. Leider falsch rum, ne? Aber ich denke mal, das macht vielleicht nichts. Das kann ich mit dem Kopf... Warte mal. Kann ich die damit wegekeln so? Das wäre fantastisch. Guck mal. Kelvin, guck doch mal. Das ist eine echte Freude, der Junge. Oder das und dann quasi als Abschreckung. Combination. Handgefertigte Keule. Ja. Ne. Ha! Der Vogel. Mal so. Und dann. Nein. Der hier. Ah, das dient tatsächlich dann als. Ah, sehr gut. Hast du gesehen, wie man das macht? Super. Sehr schön. So, hier haben wir noch ein paar Baumstämme und hier auch ein. Auch ein paar. Ist hier jemand? Nein. Zaun, ja. Boden. Warte mal, hier ist das Fenster. Balken. Verteidigungsmauer, ja. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Ich schau mal, was ich machen kann. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal irgendwo an und schau. So, ne? Dann muss ich aber doch hier. Das ist einfach so gut, Leute. Das ist unglaublich. Kann ich das hier eigentlich weghauen? Ah ja, okay. Ansonsten wachsen sie nach. In the Forest sind sie nach ein paar Tagen nachgewachsen. Also ein paar Tagen. Kann durchaus ein bisschen länger gewesen sein. Aber ja, das ist natürlich ein riesiger Stammverbrauch. Aber ich baue das jetzt nochmal so ein kleines Stückchen weiter. Nicht, dass das besonders hilfreich wäre.
Zack. So hat man seine Schutzmauer. Ich bin mir sicher, die würden hier noch lang kommen. Aber ist jetzt auch alles erstmal nur so ein bisschen experimentiermäßig. Jetzt muss ich mal schauen, kann ich ihm denn eine Waffe geben oder irgendwas? Hol, baue, bleib hier, mach Pause, beseitige. 5 Meter, 10 Meter. Beseitige 5 Meter. Was heißt das? Jetzt hat er sein Beil. Ach, Feinde oder was? Beseitige 5 Meter. Jetzt ja verstanden, im Umkreis von 5 Metern irgendwas, aber beseitige 5 Meter. Ein bisschen Sorge, dass der jetzt einfach ins Camp läuft da drüben. Gut, ich lasse ihn mal. Ich würde sagen, die Folge endet hier. Das speichern wir als erfolgreiche Höhlenexpedition ab. Und dann schaue ich mal. Ich glaube, ich werde ein bisschen off-camera bauen, weil das doch ein bisschen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber wenn ich größere Dinge baue, die wirklich in sich Sinn machen und nicht einfach nur so eine Mauer, dann, weil das dauert einfach zu ewig, dann mache ich das on-camera. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge vielleicht irgendwo hin. Oh Gott, ja, ist jede Menge zu sehen. Also ich habe wirklich noch nichts gesehen. Den Bereich, den ich kenne, das ist der bis zum Hubschrauber und dann die Spitze runter. Und wie weit es nach oben geht, kann ich gar nicht sagen. Das könnte da oben links unter Day 9 ein See sein. Oder auch das Meer, das sieht mir eher nach See aus. Wie lange laufen wir denn schon? Eine Stunde 24. Der nächste grüne Punkt da oben, ganz oben, der jetzt blinkt, der interessiert mich. Und das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Bis dann. Ciao.